Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Valheim im Voucher mit unserem Alderle. Heute steht alles unter dem Zeichen, wir erobern unser Land. Gestern haben wir hier schon ein bisschen rumgekrebselt, haben uns in Stellung gebracht und wir werden jetzt auf jeden Fall dieses Biom erlangen gehen. Ich hatte ja gesagt, dass ich alles aufwerte auf Stufe 4. Hat mal zeitlich nicht gereicht. Ich habe komplett vergessen, wie teuer die Sachen zum Teil sind. Ich habe es geschafft, den Frostner aufzuwerten auf Stufe 4. Höchste Ausbaustufe und unser Schwert. Für den Rest hat es leider nicht gereicht. Da muss ich nochmal ran. Aber ich denke, dass wir so ausgerüstet ganz gut hinkommen sollten. Heiltränke habe ich leider keine mehr. Die laufen jetzt aber auch schon langsam durch. Müssten auf morgen fertig sein. Machen wir ein bisschen vorsichtig. Zusätzlich habe ich aber dafür schon mal die ersten 100 Obsi-Pfeile dabei, dass wir die auch mal austesten. Okay, Ziel wäre, dass wir uns erstmal die Küste freimachen, einen Platz suchen zum Anlegen, wo ich dann morgen mit dem Schiff übersetzen kann. Da setzen wir zwei Werkbänke hin. Ich müsste Mats dabei haben für Werkbänke. Los, wir haben wo Andy schauen. Ja, wir haben Holz dabei. Auf geht's. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr hier zu warten. Ich will rüber. Das Erste, was wir gleich mal machen da drüben, wird so ein Löchsle sein. Ein Löchschen mit den neuen Pfeilen. Und hier ein kleines Servus an die Schwarzwälder. Grauzweg. Ich habe mein Schwert aufgewertet und mache trotzdem keine One-Hit an denen. Aber die machen ja fast kein Damage mehr, die Jungs hier, gell? Das wäre schön, wenn die ab einem gewissen Status dann einfach aufhören, dich anzugreifen. So nach dem Motto, okay, den kennen sie schon, der ist hier ein paar Mal durchs Gebiet durchgerusht und den kriegen wir eh nicht tot. Dass die dann einfach mehr oder weniger so eine Art freundliche Gesinnung kriegen. So, wir müssen halt aufpassen. Es gibt immer noch die Super Moskitos. Und da wollen wir natürlich heute nicht sterben. Es geht schon los. Was habe ich denn jetzt alles hier? Ist ich mal die Super als nächstes? Diggerle. Ich lasse ja dein... Oh, schön gerade. Guck mal. Wir suchen uns jetzt echt einen schönen Platz da drüben. Also wir lassen uns ein bisschen Zeit, bevor ich dann sage, hier ist es. Weil es kann ja sein, dass links oder rechts um den Berg herum nochmal alles viel schöner ist. Spiel. Das war klar. Und der Himmel färbte sich schwarz. Als Odins jüngster Sohn Alderle auf dem Weg war, sein Land zu. Es war doch klar, das richtige Wetter für einen Angriff. Es schifft. Ich sehe eh schon so wenig. Wenn es regnet, sehe ich es noch weniger. Egal. Hast du deinen Gürtel an? Gürtel hast du an. Mach mal die Lampe an, dann ist nicht ganz so übel. Haben halt ein bisschen weniger Schutz. Ah, die Blüten der Ebenen. Sie sind einfach was Wunderbares. So. Loxi Moxi. Bogen haben wir ja. Ah ja, und übrigens, das Schild war mit Stufe 3 fertig mit Aufwerten, weil das wollte ich eigentlich auch noch auf heute machen. Oh. Blöd, wenn man gleich 2 pullt. Letztes Mal hatte ich nicht das Gefühl, dass man 2 pullt. Wieso ist denn da jetzt gerade so eine Giftdings rausgekommen hier? Hab ich da irgendwie Scheiße gebaut? Warte mal, warte mal. Löxle. Okay, entweder mache ich halt am Kopf wirklich extrem viel mehr Damage bei denen. Ach, das war gar kein Gift. Das war einfach nur das, was der hier verursacht hat. Oder haben die ein Gift? Eine Gift auch? Dem traue ich es zu. Jetzt habe ich Ausdauerproblem. Ich glaube, der hat jetzt gerade den Typi da vernichtet. Ich gehe mal mit. Nochmal getroffen, vielleicht dreht er nochmal um. Ja, macht er. Ich mache die natürlich jetzt nicht alle weg. Ich umlaufe die dann halt einfach jetzt gleich großflächig. Ich will mich nur mal mit den Pfeilen ein bisschen. Und die sind schon besser, man merkt es schon. Das müsste es gewesen sein, oder? Yo, Baby! Viel schneller als mit dem Feuerpfeil die Tage. Nehme ich natürlich alles mit hier, was der Lox da so für uns fabriziert hat. Könnte man auch gut zum Holzfällen dann nehmen, ne? Okay, ein bisschen nachladen. Was ist denn gerade am Auslaufen? Karottensuppe ist am Auslaufen. Ich würde aber erstmal Marmelade nachkippen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Der zweite ist nämlich irgendwie zurücklaufen. Nicht, dass der hier auf uns wartet. Wir können ja mal ein ganz kleines bisschen hier hochlaufen. Ich nehme schon mal mein Schwert in die Hand und mein Schild für den Fall, dass mir so eine kleine Fliege ins Eck kommt. Eine kleine Moskitoritis. Hört sich schon an wie eine Krankheit, wenn man so sagt. Okay. Und hier lief er den Berg entlang, der Urahne, der dieses Gebiet eroberte, und schaute sich in aller Gemütsruhe um. Er hörte das Kichern eines Goblins.
Aber er sah ihn nicht. Doch, jetzt sah er ihn. Wenn es regnet, waren seine Augen einfach noch trüber. Hallo, Mr. Schwarzmetall. Grüße dich. Holst du deine Kumpels? Ja. Ah, Mist. Die machen halt Damage wie Sau hier, die Säckel. Die machen halt Schaden wie Sau. Und er merkte, dass er trotz Aufwertungsstufe 3 noch nicht ganz angekommen war. Wir legen unser Land frei, ne? Es ist immer eine andere Frage. Das ist doch noch gar nicht mein Bag, oder? Das ist doch noch gar nicht der Bag, den ich außer Korn habe, oder doch? Wenn man jetzt direkt am Land dran ist, sieht alles nochmal ein bisschen anders aus, gell? Wir legen das jetzt frei. So. Er war einfach nicht mehr sicher, aber es klarte auf und er nahm seinen Drachenhelm. Ich gehe auch die Tage mal dann hier hoch. Ich habe das blöde Gefühl, dass der Boss da oben ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in einem anderen... Ah, nee. Da vorne kommt diese weite Fläche. Die ist noch nicht hier. Ich habe das ein bisschen verwechselt. Ich wollte nämlich gerade sagen, das war doch mehr Strand. Wir sind unterwegs im Auftrag des Heimatschutzes. Ich bin gespannt. Da unten ist schön flach. Guck dir mal das an. Da könnte man direkt unseren Hafen hinzwirbeln. Aber erstmal am Rande hier entlang. Gucken, wie groß ist denn der Berg? In welche Richtung? Oh, da unten. Das ist echt eine wunderschöne flache Stelle da. Und da sollte man alles hinbauen. Alles. Alles, was wir brauchen. Okay, ich höre neue Klänge. Sind das die Klänge der Ebenen? Die Würstchen blinken. Bämschen. Ja, das wird schon. Ich glaube sogar, der Felsen hier wird was ganz Besonderes werden. Guck mal, und schon haben wir das Ding mehr oder weniger abgelaufen. Und mehr Platz braucht kein Mensch. Wir müssen natürlich Material dann herschleifen. Ich will hier die Bäume stehen lassen, alle. Okay, lass uns doch einfach mal spaßhalber von der Seite auch gucken. Kann ja sein, dass von hier noch schöner aussieht alles. Sag mal, wenn ich den Boss-Spawner freilege, müsste ich den dann nicht frühzeitig hier irgendwo auf der Map auch entdecken? Weil drüben vermute ich ja immer noch, hätte das sein können am großen Gebiet, weißt du? Was liegt denn hier? Oh, ich mag die Klänge der Ebenen. Und hier kriegen wir auf jeden Fall auch ein paar Wölfe dann ins Tal geholt. Das heißt, eine Wolfszucht ist schon mal möglich. Und da müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo auch ein normales, friedliches Biom angrenzt. Weil geil wäre es schon, wenn wir auch später eine Schweinezucht hier hätten, ne? Da vorne kommt wieder Dunkelwald. Müssen halt das Land erkunden. So, hier würde ich jetzt aber am Rande vom Dunkelwald erstmal runtergehen. Kann das sein, dass das hier dieser Fluss ist, den wir vorhin gesehen haben von der anderen Seite, dass ich mit dem Schiff bis hier reinkomme sogar? Nee, das Ende da vorne, glaube ich. Doch, das ist es, Leute. Und das ist ziemlich breit. Von Natur aus schon breit. Das heißt, das könnte man mit ein bisschen Arbeit für die Karfe umarbeiten, ne? Denke ich mal. Weißt du was? Ich laufe gerade mal ganz kurz hier am Rand entlang. Ich bin nass. Nee, ich bin nass. Da darf ich nicht in den Schnee kommen. Bärchen, doch, Bärchen muss ich wieder. Ich habe nämlich Marmelade gekocht die Tage. Und dann habe ich natürlich die Mats rausgewaschen wie nix. Jungs, was los? Schickt wenigstens einen Berserker, würde ich sagen, oder? Okay, hier ist das Land praktisch gespalten. Die linke und die... Diggerle. Der hat sich doch jetzt versteckt. Der hat doch die Augen zu gehabt, dass ich ihn nicht sehe, oder? Ist natürlich bei dem Wetter würde ich aber drin bleiben, wenn ich du wäre. So, fürs Schwert ist es ganz gut, was wir hier machen. Jupp, hier ist vorbei. Das heißt, wir laufen jetzt hier am Küstenbereich entlang nach Hause. Wir müssen nur aufpassen, wenn die Fliegen kommen. Oh. Ah, jetzt habe ich den Busch kaputt gemacht, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, die verteidigen ja eigentlich auch nur ihr Land, ne? Aber ich würde halt aufhören zu kämpfen. Ich würde ja nichts machen, wenn die mich in Ruhe lassen. Okay, jetzt legen wir praktisch den Rand frei. Ist wie ein Puzzle. Ist wie ein Puzzle.
Jetzt laufen wir das hier so entlang ab. Ich will das einmal komplett gesehen haben. Ist jetzt eh gerade so richtig mieses Wetter. Ich ziehe nochmal unser Dings hier auf. Ah, guck dir den Seegang an. Wir müssen halt schauen, dass wir unser Land aufbauen zwischen Meer und Bergen. Dann haben wir das Perfekte. Okay, ich glaube, es klart auf. Es kann aber auch sein, dass es mich täuscht, dass einfach nur die Ebenen hier ein bisschen mehr Licht widerspiegeln. Schön ist es. Hier ist dann offensichtlich ein bisschen bewaldeter wie vorne. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, kleine Fliege. Da vorne sehe ich einen Bau. Da vorne sehe ich einen Bau. Wäre natürlich die Frage, wenn jetzt hier eine von diesen Städten ist, müssen wir die clear machen, die Tage, und abbauen, ne? Wer ist denn der da? Wer ist denn er hier? Okay, die haben große Brüder. Die haben große Brüder. Okay, hätte ich gar nicht gebraucht. Der hat mich schon gespürt. Die haben schon ein bisschen Power, so ist es nicht. Ich müsste auch das Schwarzmetall, das machen wir vielleicht zum Ende der Folge heute. Dass wir dieses schwarze Crab-Metall da mal durchjagen. Nicht, dass ich schon was Cooles bauen kann. Dann machen wir die Tage hier, das kleine Örtle. Wie kriege ich denn das am besten hin? Das liegt jetzt hier vor mir. Wir machen das mal so. Das ist jetzt einfach das Zeichen für Angriff. Hier müssen wir aufräumen. Gehen wir weiter. Ich gehe jetzt noch nicht ran. Guck mal, die haben auch kleine Spikes aufgesetzt. Okay. Doch, jetzt bin ich schon angekommen. Wir werden hier wohnen, auf jeden Fall. Vielleicht lasse ich das Städtel aber auch. Wenn ich nicht zu nah dran wohne, müsste es ja wurscht sein. Wo sind jetzt die Moskitos? Kommen die bei Regenwetter nicht raus vielleicht? Sehr interessant. Oh, was macht's denn hier? Hier macht's einen Schlenker. Da vorne kommt eine kleine Bucht. Da ist eine kleine Bucht. Hammer, oder? Wir sind in den Ebenen unterwegs. Ich glaube übrigens auch, dieses Flachs und Weizen, was ich so suche, oder Gerste oder was es war, dass man das auch an den Dörfern bekommt von den Goblins. Wir haben hier, glaube ich, unser erstes Indings gefunden, gell? In der Kiste. Ey, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Huch. Wo ist mein Bag? Ist halt schade, dass das Wetter gerade nicht so mitspielt. Das ist er nicht. Das ist der große Bag, ne? Da kommen wir her. Da kommen wir her. Boah, hier sieht es ja aus. Weiter geht's. Gehen wir einmal ablaufen, dann haben wir die Größenordnung, um die es geht. Mich voll gefreut auf den Scout-Ausflug heute. Ja, da hinten ist unser Hügel. Du, das ist okay. Das ist ein gutes Gebiet. Wir suchen jetzt gleich mal den Hafen. Und da werde ich dann schon mal ein paar Werkbänke setzen. So, ich laufe jetzt trotzdem noch kurz hier rüber. Ich könnte ja die Waffe wegstecken. Ich habe bloß Panik, dass ich sie nicht rechtzeitig wieder rausgeholt kriege. Ja, da hinten ums Eck ist ja dann der Schneegebiet-Mini-Bunker. Ich würde es wundern, dass hier jetzt keine Fliegen sind. Bärchen sammle ich dann mal separat. Da haben wir nämlich immer noch daheim. Ich habe mit denen noch nicht wirklich was gemacht. Okay, jetzt die Küste. Ein kleines Städtle ist da von denen. Das heißt, wir brauchen zum Farmen später mal noch ein anderes Ebenengebiet. Aber da gibt es ja genug hier. Ne? Hier drüben, das da können wir zum Beispiel auch mal freilegen dann ordentlich. Okay, ab jetzt. Wenn jetzt der Nebel noch verschwindet, dann habe ich es. Da vorne ist auch ein Aufbau, den würde ich tatsächlich nämlich jetzt gleich mal wegmachen. Ja, dann machen wir es uns richtig gemütlich hier. Okay. Mr. und Mrs. Locks. Ach, da oben steht auch einer drauf von denen. Und hinten steht, glaube ich, noch einer. Mal gucken, ob ich den von hier mit dem... Da ist auch eine Fliege.
Bei dem einen Loks. Ich guck mal, ob ich dem seinen Kopf... Guck mal, hier ist die Mucke. Hätte ich höher zielen müssen? Ja. Die ist weg. Die ist weg. Und der guckt mit dem Kopf raus, aber nur solange ich den Bogen... Jetzt habe ich ihn gepult. Ja, komm. Oh oh. Ein bisschen zu spät geblockt. Zweimal. Also parieren wollte ich eigentlich. Der nächste kommt. Ich habe nur 33 Leben. Ich muss ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Wenn man es langsam angeht, geht's, ne? Die würde ich gleich mal hier irgendwie die Kiste durchprüfen. Sind es nur zwei gewesen? Mal dann lieber mal vorsichtig, nicht, dass noch irgendwo einer ums Eck schnallt. Okay, da kannst du rein. Das sind auch Steine. Ja, die haben ja hoffentlich keine so eine... Was habe ich gesammelt? Ein Stein. Okay. Ich habe noch einen Lachen gehört. Ich weiß nur nicht, wo er gerade ist. Schön, die Farben. Das gefällt mir richtig gut. So, ich hau ab. Ich wackel hier vor mit meinem Ärschle. Ja, da vorne werden wir uns aufbauen. Freue ich mich jetzt. Hafen haben wir gesagt als erstes. Ne? Wir gucken mal, da vorne ist so eine kleine Einbuchtung. Wir schauen mal, wie tief das Wasser ist. Jetzt kennen wir das Land beim Anfahren, die Panoramaansicht. Wir kennen es bei der Abendstimmung, wenn schönes Wetter ist. Wir haben es im Tristen gesehen. Da vorne ist mal noch einer mit einer Fackel. Ich habe das blöde Gefühl, das ist das Zeichen. Hier baust du deinen Hafen auf. Da, wo es leuchtet. Ich gehe den mal wegmachen. Dann hau ich da schon mal eine Werkbank hin. Bist du allein? Scheinbar. Schwimmt da wie ein großer. Oh, ein 1er Stern. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, komm, mach was mit deinem. Oh oh. Braucht man da schon Antifeuerschutz oder irgendwas? Nö, ne? Münzen hat er dabei gehabt. Ja, guck mal, hier ist der Berg. Das Wahrzeichen. Und irgendwo hier am Fuße des Bergs will ich unsere Siedlung machen. Unsere um den Berg rum vielleicht sogar, dass wir so verschiedene Ebenen reinbasteln. Dass das Haupthaus ein bisschen oben am Berg ist, vielleicht ganz leicht am Berg dran. Weißt du, wie ich meine? Ja, jetzt wird es dunkel. So ganz leicht am Berg dran, dass man im Hintergrund diesen Spitzen hier sieht. Hier unten dann den Hafen und zwischendrin dann so die Tiergebäude, die Farmgebäude und Produktionsstätten. Könnt mir vorstellen, dass das gut wird. Ich setze jetzt mal hier eine Werkbank hin. So. Und hier setze ich auch mal noch eine. Und dann da drüben noch. Einfach schon mal, dass wir einen Anfang haben, oder? So, und dann das ganze Ding so leicht nach oben verlagern. Bäm. Oho. Ich glaube, die finden das nicht so witzig. Die kommen schon. Zwei Stück sind's. Ja, komm. Jetzt musst du aufpassen. Die greifen jetzt synchron an. Jetzt hättest du Chance. Wow, Weltalterle, mach keinen Scheiß. Wir gehen jetzt gleich mal den Barren schmelzen. Vielleicht kriegen wir schon was Geileres, was ich hier brauchen kann. Der nächste Schlag entscheidet, wer von uns überlebt. Okay. Knappe Geschichte ist trotzdem.
Noch ist es knapp, aber das wird alles. So, ich gehe zum Schiff und zum Portal und wir sehen uns gleich zu Hause. Beziehungsweise ihr könnt natürlich noch kurz dranbleiben. Ob wir es schaffen, ob wir es überleben. Hier werden wir wohnen. Ich muss es mir halt jetzt ein bisschen anschauen. Wir werden natürlich irgendwo erstmal was Kleines hinsetzen, dass wir einen Anfang haben. Und dann muss ich mal gucken, wie ich die Gebäude aufteile. Eine Farm will ich auf jeden Fall hier haben. Wir werden für die Lochse irgendwas brauchen. Wir werden für Wölfe was brauchen. Kommt der nächste. Ist wieder einer von denen, die schmeißen, gell? Also der Knockback ist aber auch nicht ohne. Da ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Hau noch mal. Wir waren mein Schiff. Ist das so weit weg? Ich muss halt aufpassen. Ich darf nicht so durchrennen, weil da kommen nämlich jetzt gleich die Großen hier irgendwo. Aber jetzt haben wir schon mal einige besiegt auf jeden Fall. Da können wir. Oh oh. Ich würde sagen, jetzt habe ich Glück gehabt, ne? Jetzt habe ich Glück gehabt. Weil der macht normalerweise mehr Damage. Ich heile mich gerade mal hier ein bisschen hoch, würde ich sagen. Haben wir die Möglichkeit, ein kleines Feuer zu setzen? Ins Feuer setzen. Das hast du falsch verstanden, Alter. Ich meinte nur ein Feuerchen setzen. So, ich hoffe, dass jetzt keiner kommt. Ich setze mich einfach mal hier hin. Wart kurz ab. Gemütlich alt sei, aber wir heilen trotzdem schneller hoch, oder? Und ich mache vielleicht bis zum Schiff gleich den Buff rein. Sobald ich 60. Ja, das können wir. Alter. Komm und greif an. Ich würde mal einfach sagen, ist nicht ohne hier. Kurzer Moment. Das machen wir jetzt zusammen. Das sind die ersten Schritte in den Ebenen, ne? Okay, beim nächsten Mal, wenn es hoch geht, Buff rein und ab zum Schiff. Jetzt geht's hoch. Buff rein. Sicher ist sicher. Knochenwanz lebt in dir fort. Und auf geht's. Ich weiß, also ich mache den rein, falls ich jetzt irgendwelche blöden Angriffe noch abwehren muss. Ich hätte eigentlich den Eigtür-Buff jetzt besser gebraucht, ne? Hier ist Loks 1, da hinten sind nochmal 2. Ich laufe am Fuße des Berges entlang. Sobald wir daheim sind, mache ich die Map nochmal auf und dann gucken wir nochmal ganz in aller Ruhe, was wir alles freigelegt haben. Ja, ihr müsst natürlich jetzt auch noch hier rumeiern. Aber ihr seid ja nicht mehr das Problem. Hört sich das an wie ein Troll? Nö. Och, Jungs. So, ich lasse aber den Loot Loot sein. Kurz Ausdauer nachfassen. Okay, ich würde sagen, wir sind mehr oder weniger raus, ne? Dann sehen wir uns gleich zu Hause. Jetzt habe ich schon mal ganz heldenhaft hier alles angeschmissen und habe gedacht, können wir direkt loslegen. Jetzt habe ich ein Problem. Wir müssen tatsächlich den nächsten Boss machen, bevor ich schwarzes Metall, bevor ich das Zeugs hier, das wir gefunden haben, durchschmelzen kann. Da gibt es nämlich eine andere Schmelze dafür. Das heißt, da können wir jetzt gar nichts anstellen. Bedeutet für uns aber auch, wir müssen schauen, wo wir den Boss finden. Das ist natürlich jetzt super interessant, weil ich würde sagen, die zwei Schneegebiete, die wir kennen, die haben wir soweit abgeschaut. Dieser Boss-Spawner, wie er sich nennt, den hätten wir sehen müssen schon längst, wenn er hier gewesen wäre, ne? Weil das Gebiet haben wir zu Ende geschaut. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nicht viel übrig, als hier das ist aber ein Mini-Schneegebiet, gell? Leute, wir müssen irgendwie schauen, dass wir jetzt den Boss finden. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir da anfangen sollen. Das heißt, wir suchen uns am besten. Hier ist auch nochmal ein Schneegebiet, aber das ist super, super nah am Anfang von unserer Map. Ich. Boah, Alterle. Okay, also da geht jetzt erstmal nichts. Wir brauchen tatsächlich erst dieses Rezept. Dann würde ich sagen, wir laufen jetzt drüben in unserem neuen Zuhause. Ich schmeiße das gerade mal ganz kurz hier rüber, was wir nicht mitnehmen. Wir laufen da mal jetzt den Berg hoch, den wir vorhin entdeckt haben. So.
Einfach Kerzen gerade durch, jetzt würde ich sagen. Im Moment ist das Portal rüber ins neue Gebiet hier unten. Ja, machen wir jetzt. Dann, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dass wir wenigstens das Schneegebiet schon mal freilegen. Was verhindert denn jetzt wieder mein Ding? Ah ja. Muss ich nachher aufräumen dann. Okay, wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Es gibt also eine neue Schmelze, die man dann freischaltet beim nächsten Boss. Und wenn wir das haben, können wir die nächsten Rezepte. Das mit meiner Werkbank hast du nicht kapiert, oder Typ? Hier, die sind nämlich deswegen da, damit du mich in Ruhe lässt. Hat er die abgebaut? Ne, da hinten steht sie. Wer weiß, wo der herkam. Also, Kerzen gerade. Hoch in den Schnee. Vielleicht haben wir Glück und der ist schon da. Ansonsten muss ich mit dem Schiff mal ein bisschen rumkreiseln die Tage. Und gucken, wo das nächste größere Schneegebiet ist. Ne? Wobei, das könnte schon eine gewisse Größenordnung haben hier. Dieses linke und rechte. Ne? Huch. Ey, weißt du was? Wir sind doch gerade super unterwegs. Ich ziehe mir mal meine Wünschelrute an. Aber nicht in der Rückenboxen. Ich habe gesagt, nicht in der Rückenboxen. Egal. Pass auf, das haben wir jetzt gleich erledigt. Größenordnung der zwei Schneegebiete gucken wir uns jetzt an. Einmal dieses. Scheint aber ein Mini-Mini zu sein. Aber das Schlimme ist halt, dass ich diese Tafel auch noch nicht gefunden habe. Wenn wir die wenigstens finden würden, dann müssen wir ja nicht mehr suchen. Dann wissen wir, wo der Boss ist. Dann brauchen wir bloß hinfahren und freiräumen. Ja, ja, guck mal, jetzt fehlt ja nicht mehr viel. Dann haben wir die letzten Aufwertungen noch und dann passt es schon. Ich zieh mal meinen Helm an. Schönes Wetter. Bestens ausgerüstet. Nimm die mit für Marmelade. Ich weiß zwar nicht, wie lange wir noch Marmelade brauchen, aber Vorräte sind immer gut. So, kann ja sein, dass hier irgendwo die Schneetafel zum Beispiel gerade ist, ne? Da drüben gehen wir jetzt auch noch hoch. Ansonsten suche ich einfach ein bisschen rum. Irgendwann früher oder später kommt es. Also das ist ja gerade mal... Das ist ja gerade mal... ein Bägle. Ich glaube auch nicht, dass wir da oben einen Hinweis finden, aber wir gehen gucken. Wir gehen gucken. Jetzt habe ich gedacht, ich kann uns was Gutes tun und schmelzt kurz die Dinger durch. Oh, wieder was gelernt. Da hinten am Horizont sehe ich ein sehr, sehr großes Schneegebiet. Ist das unseres? Ich hätte schwören können, vielleicht muss ich da einfach nochmal genau gucken. Aber es wäre doch auf der Karte angezeigt, oder? Wenn der Spawner hier irgendwo wäre. Wenn man nah genug ran ist, so war es doch beim Wanst auch, als wir hin... Nee, der wurde erst eingeblendet, als ich die Tafel gefunden habe. Kann also gut sein, dass ich es übersehen habe bis jetzt. Hm? Nee, weil ich nass bin. Doch, jetzt bin ich nass, ich Held. Das war natürlich jetzt ein Riesenfehler. Was fehlt mir denn? 5 Steine? Kriege ich die kurz irgendwo? Dass ich trockne, sonst können wir nämlich nicht in den Schnee. Mal wieder nicht mitgedacht. 3 Steine, 4, 5. Gut, das reicht schon. So. Wenn wir trocken sind, geht's weiter. Also gut, dann also doch den Boss. Ich habe mir jetzt nämlich tatsächlich gedacht, okay, jetzt sind wir dann in einem neuen Gebiet, bevor wir den Boss gemacht haben. Ich fand das persönlich nicht tragisch. Aber wenn das Spiel das so vorsieht, dann müssen wir mal gucken, dass wir den Boss vorziehen. Ich will dann schon auch jetzt das Material verarbeiten, wenn ich es dann da finde. Ne? So, und da hinten nochmal mit voller Energie hochküpft. Stell dich mal hier hin, bis die Ausdauer da ist. Kann ja auch sein, wir finden jetzt noch irgendwas. Okay, auf geht's. Berg hoch. Das ist nicht so groß hier. Und ab. Ist nur ein Baum. Ich habe gerade gedacht, ich habe schon wieder ein Dings gefunden. Und die Tafeln, diese Wegvisiere, die sollen dann in den Schneegebieten verteilt sein, wie wir das kennen, oder? Wir sind jetzt gerade übrigens auf unserem Heimatgipfel, wenn du so willst. Ich werde mir wahrscheinlich hier oben einen Ausguck übers Land irgendwann bauen, mit einem Portal von unten. Und dann kann man zum Nachsinnen hier hochkommen. Oh. So viel zum Nachsinnen. Ein Wölfle hätte es schon mal gehabt. Und noch eins.
Ja, nicht dein Blut da runterschmeißen. Ich glaube, da bin ich besser bedient mit dem Frost, ne? Das da drüben, was wir jetzt hier in der Entfernung sehen, ist der Blick auf unser altes Schneegebiet. Dieses große hier, das erstreckt sich da hinten. Aber hier gibt es keinen Wegvisier. Okay, das wird ein Kunststück, den Boss zu finden. Aber irgendwann werden wir das schaffen. Ich spüre das schon. Das heißt ja nicht, dass wir nicht anfangen können, hier zu bauen, ne? Sehen wir wenigstens mal von oben. Lass mich mal gucken. Da unten hat es die Hölzer, da waren die Loks. Ich würde tatsächlich da vorne, an dem freien Land, da würde ich es hinfrachten, mein Heimatgebiet. Da ist nochmal ein Wolf. Zwei sogar. So. Ja, der Frostner macht gegen die schon mehr Damage. Guck mal, wie die wegfliegen. Fast One-Hit, ne? Nächste Ausbaustufe kann sein, dass wir die One-Hitten. So, pass auf, ich zeige euch mal kurz, wo wir zukünftig dann bauen. Hier unten. Ja, das da drüben ist mal zu unwirtlich. Da drüben, wo jetzt die Fliege da gerade fliegt. Beide fliegen. Aber erwischt hat sie mich. Blutmann. Hier unten, da werden wir unser Land aufbauen. Insofern wir es schaffen, die fliegen irgendwann. Das geht schon. Da gewöhnen wir uns dran. Okay, also dann überlege ich mir jetzt irgendwas, wie wir das anstellen wollen mit dem Schneegebiet. Und dann gehen wir die Tage nochmal los. Exploration-Runde machen. Wegvisier suchen. Habe ich nicht gedacht. Hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn geschmissen. Ich habe gedacht, ich kann da heute schon bauen und schrauben und was weiß ich nicht alles. Na, kommt ruhig. Wenn du so stehst, erwischst du die fast nie. Nimm mal was Fleisch mit. Ja. Das war's. Ey, aber weißt du was, da lassen wir uns nicht aus der Bahn werfen, oder? Wenn es das da drüben nicht war, das wundert mich halt schon ein bisschen. Gibt's da noch eins? Komm, wir gucken nochmal ganz kurz ein Mini-Scouterle hier rüber. Da irgendwo noch ein etwas größeres Schneegebiet. Warte, da waren wir gerade. Da hinten am Horizont sehe ich auch noch eins. Es ist ungefähr genauso weit weg. Da irgendwo. In dem Viertel, da suchen wir auch die Tage. Fahren wir es ab. Dann gehen wir einmal hoch. Voll ausgerüstet. Was soll schon passieren, ne? Warte mal, wir gucken mal. Vielleicht machen wir das sogar morgen, dass ich das vorziehe. Dann werde ich nochmal auf eine Stufe unsere Rüssi. Wenn es dann nicht klappt, könnte ich brechen. So, tut mir leid. Warte mal geschwind. Ich bin gleich durch für heute. So, pass auf. Oder wir fliegen. Wir fliegen, weil ich die gerade fliegen sehe. Was wir auch machen können, stand nämlich in den Kommis, dass hier nördlich auch nochmal ein Schneegebiet ist. Dass wir vielleicht tatsächlich hier oben nochmal gucken. Das könnte man machen. Möglichkeiten haben wir genug. Ich lasse mal was einfallen, so wie immer. Wir kriegen den Boss schon zu sehen. Morgen komme ich auf jeden Fall mit Aufwertungsstufe 4 in die Folge. Und entweder machen wir einen Ausflug. Würde ich schon gerne. Ich will wissen, was ich aus dem Schwarzmetall rauskriege, ne? Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Heute haben wir unser Land auf jeden Fall mal freigelegt. Wir wissen, wo wir zu Hause sind. Ich sage jetzt mal zu 99%. Wenn wir jetzt da hinten unterwegs sind oder hier unten und uns ein Gebiet suchen und wir finden noch einen geileren Platz, dann ist es so, ne? Leute, morgen geht's weiter auf der Suche nach dem vierten Boss.